Nicht nur die klassische Thermensaison steht derzeit am Beginn, auch die Gansl-Saison. Dieses burgenländische Nationalgericht, also das Gansl, wird ja seit 2012 besonders gewürdigt mit dem Genussfestival Gans Burgenland, bei dem sich über mehrere Wochen hinweg in verschiedenen Gemeinden alles um die Gans dreht. Dieses Wochenende zum Beispiel spielt sich's in Rust ganz schön ab und das bei Prachtwetter. Andreas Berger war dort. Gans Burgenland in Rust, ein Genussreigen im Zeichen der burgenländischen Weidegans. Geboten wird hier die ganze Palette burgenländischer Spezialitäten. Es wird vor allem Gänsekrammenschmalz angeboten, ein Gänsefleischaufstrich, mit Leber, ein Lebercreme und eine Ganselsuppe und Ganselfett zum Kochen. Walnussprodukte. Die passen extrem gut natürlich zum Gansl als Hauptthema dieses Festes dazu. Ja. Also für mich ist das ein absoluter Fixpunkt. Unsere Produkte passen sehr gut auch zum Gansl dazu. Zum Beispiel unser Rotweingelee mit der Tonkabohne. Und es ist ein herrlicher Tag, also super Ausflugswetter. Und dieses Wetter haben tatsächlich viele genutzt. So befinden sich unter den Gästen viele Radfahrer und Tagesausflügler. Ja, wir waren gerade mit dem Rad unterwegs, waren am Neusiedlersee und da haben wir die Musik gehört und haben gedacht, schauen wir zu. Wir sind jetzt einmal runtergefahren da auf Rust, bringen da so ein gutes Saftel einmal, gehen wir ein bisschen Radl fahren und genießen das Wochenende. Und wir freuen uns sicher am Abend auf der Gansl dann, gell? Ja. Und jetzt gehen wir zuerst einmal Radl fahren, dass wir das richtig genießen können dann. Das Genussfestival zeigt das Burgenland in Reinkultur. Die Gans im Burgenland gibt es seit Jahrhunderten. Es gibt viele Geschichten anlässlich des heiligen Martins, also eine sehr authentische Marketingmaßnahme, die auch greift. Gustieren und die Herbstsonne genießen. Wenn dann aber der große Hunger kommt, findet man bei den meisten Besuchern doch das klassische Gansl auf dem Teller. Wir kommen ja aus Bruckneidorf, extra wegen einem Gansl sind wir hergefahren. Und es ist spektakulär. Das sind Genussleute, die haben einen gewissen Standard, sage ich mal. Die wollen einfach gut essen und gut trinken. Solche Leute wollen wir. Das gesamte Wochenende über rechnet man in Rust mit etwa 7.000 bis 8.000 Gästen.